Da hinten sind wieder so ein paar Zwiebelviecher. Die können wir dann mal direkt mal zerdreschen. Okay. Ah, wir hauen einfach nur schneller, oder was? Ha! So, haben wir auch noch hingekriegt. Schnell auf den Potion gewechselt. So geht das, Leute. Meine Güte. Das war aber echt knapp jetzt. Aber naja, wir haben es geschafft. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Müsste ich gleich eigentlich mal nachgucken. Aber hinterher ist die Welt wieder kaputt und alles Mögliche. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ich versuche jetzt jeden zweiten Schlag dann auszuweichen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann geht nicht mehr so viel Schaden auf uns drauf. Aber wir können da natürlich auch nicht mehr so viel einstecken. Ich weiß nicht, ob sich das sich doch irgendwie wieder ausgleicht. Das muss man halt ausprobieren. Oh. Yay! Pam! Hey, was soll das? Hat der eine nochmal draufgehauen, ey. Blödmann. Na gut. Aber jetzt geht das Leveln echt richtig ratzfatz, ey. Wir sind schon wieder bei 52 Erfahrungspunkten von 280. Haben also schon wieder fast ein Fünftel davon gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Weiter geht's. Nordosten. Das ist unsere Richtung. Was ist das denn? Ach, wieder so ein Fire Beetle. Den schaffen wir ja nicht, ne? Vielleicht mit Frenzy. Ha! Haha! Sag ich da nur. Liebe Leute. Fire Beetle gekillt, würde ich mal sagen. So geht das. Ich genieße gerade ein bisschen die Aussicht. Nach diesem Sieg. Wo wir uns noch ein paar Muffins reinschmeißen. Damit wir die auch langsam loswerden. Aber unsere Vorräte werden dann doch langsam knapp. So, weiter geht's. Noch ein paar Ginseng wären nicht schlecht. Die Dinger sind echt Gold wert mittlerweile. So, weiter nach Nordosten. Durch die Wüste, in der wir uns befinden. Lands of Zanion heißt das Ganze hier. Da oben sind wieder Kamele. Oh, was ist? Ach, das sind wieder diese schwarzen Viecher. Die können wir natürlich auch wieder bekämpfen. Porcupine, komm her. Ach so. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das ist. Und zwar lädt man die rechte Maustaste damit schneller auf. Diesen Skill auf der rechten Maustaste. So, die beiden sind jetzt auch noch dran. Kommt her. Von mir aus auch zusammen. Mir doch egal. Pam. So einfach geht das mittlerweile. 106. Jetzt haben wir schon das Drittel überschritten, wo wir gerade eben erst bei einem Fünftel waren. Ja, Leute. So schnell macht man das Level.
Okay, jetzt müssen wir neue auswählen. 300, 200. Okay, die sind als nächstes dran. Oh, da hinten sind ein paar von diesen Fliegeviechern. Insect Guards. Die haben wir ganz am Anfang kennengelernt. Kommt schon. Jawohl. Hier kämpft noch irgendwo, ja? Vielleicht unter uns oder so? Keine Ahnung. So, da sind noch ein paar Insect Guards. Ach, kommt direkt wieder beide. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Oh ja, 164 Crit. Genau zur richtigen Zeit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau zur richtigen Zeit mit einem 160 Crit den weggefetzt. So muss das sein, Leute. Und damit haben wir schon die Hälfte des Levels überschritten. Sehr, sehr gut. Es läuft, es läuft. Oh, ein Lagerfeuer. Das kommt ja wie gerufen. Was? Warum hat er denn jetzt einfach irgendwas hergestellt? Muss man das verstehen? Schade, wir haben gar nichts mehr, was wir herstellen können. Außer halt Heilpotions. Aber die können wir, glaube ich... Ah, nee, da habe ich ja extra... Achso, deswegen hat er das gemacht, alles klar. Hier sind mal endlich Freunde! Schade. Toll! Yay, wir haben Freunde gefunden. Zwei Stück, die nichts für, zu uns zu sagen haben. Bark Beetle, vielleicht können wir die jetzt auch besiegen. Komm her. Falsche Richtung. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Fähigkeit mit dem Frenzy, muss ich mal sagen. Gefällt mir eigentlich doch ganz gut. Und hier können wir uns hinlegen. Sehr gut. Noch ist es nicht ganz dunkel, aber die Stadt... Ach, sie rückt doch langsam näher. Langsam rückt sie näher. Wir haben schon eine ziemlich große Strecke mittlerweile zurückgelegt. Das ist ja Wahnsinn. Hallo, Wipwack, du Frogman. I love sailing. I love sailing. Ach ja. Ich höre besser wieder auf zu singen, weil ich kann es einfach nicht. Ich tue es aber gerne. Oh, was ist das? Oh, schade, nur ein Berg. Das sah irgendwie ganz komisch gerade aus. Wie so ein Eingang. Ein Kaktus. Den brauchen wir gerade nicht. Da ist wieder ein Lagerfeuer. Auch wieder eine Matratze, aber haben wir ja gerade hinter uns. Das Schlafen. Oh, da ist wieder einer. T-Rock. Oder The Rock. Komm her. Ach, du Arschloch. Links neben uns ist wieder eine Oase. Vielleicht finden wir da wieder ein paar Gegner. Aber was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass in der Wüste viel stärkere Gegner sind als in dem Startgebiet, wo wir waren. Oh, da unten wird gekämpft. Da ist richtig Halligalli, ey. Vielleicht können wir da mitmischen. Oh, da steht erstmal noch ein Insect Guard dazwischen, oder was? Den bringen wir da noch mit rein. Kommt hier, Leute! Cool, ich werde geheilt. Wir haben Heiler dabei. Sehr geil. So, wir müssen natürlich nach Nordosten weiterlaufen. Und uns von der Gruppe entfernen. Jetzt wird es langsam wirklich dunkel. Na komm. Geht doch.
Gut. Also die Stadt würde ich gerne noch erreichen in der Aufnahme. Das heißt, das machen wir noch und dann werde ich aber gar nicht mehr noch groß die Stadt untersuchen. Das machen wir dann am Anfang der nächsten Aufnahme. Ah, hier hätten wir uns auch hinlegen können. Na egal, machen wir das jetzt noch schnell für die restlichen Erfahrungen, Erfahrungspunkte vor allem, Lebenspunkte. So. Da hinten ist schon das nächste Lagerfeuer. Das finde ich ganz cool, dass man die immer so sehen kann. Da kann man sich im Prinzip immer so ein bisschen dahin orientieren. Für den Fall, dass man dann unterwegs ein paar Gegner knüppelt und überlebt, ohne Tränke oder sowas nehmen zu müssen, kann man dann da eine Runde ausruhen. Oder auch eine Gegnergruppe finden. Das finde ich auch ganz witzig. Oh, jetzt sehe ich schon langsam nicht mehr so viel. So, der erste ist down. Und der zweite ist auch down. Ach Gott, was ist das? Oh, ein Wizard. Die wollte uns helfen. Sehr nett. Ich dachte, die will uns jetzt noch killen, ey. Heidewitzka. Ah, die ist wieder am Fighten. Ich glaube, der helfen wir mal. Zack. Teamwork. Na komm. Pack das Schwert weg. Lass mich schlafen. Geht doch. Nein, nicht sitzen. Nein. Schlafen. Wir können da hinten schon einen Berg sehen. Ob das vielleicht sogar ein Berg ist in der Nähe der Stadt. Oder vielleicht die Stadt auf einem Berg. Das werden wir sehen. Links von uns ist wieder eine riesige Oase diesmal. Ist da irgendwas? Man sieht so natürlich auch nichts, ne? Sollen wir nah rangehen? Ne, ist einfach nur eine Oase, glaube ich. Ohne irgendwie... Oder? Ne, das ist nur eine Oase. Hätte ja sein können, dass da irgendwie wieder so ein Dungeon mal ist. Das haben wir hier noch gar nicht gefunden, ne? In der Wüste. Dungeon-ähnliches. Eigentlich noch gar nichts, ne? Man sieht jetzt auch nichts mehr, ne? Jetzt werde ich von irgendwem angegriffen. Boah. Was killt mich denn da? Oh wei. Was hat mich denn da jetzt umgebracht? Ich laufe einfach mal hier hoch. Da unten ist auch wieder was am Kämpfen. Ich sehe nichts mehr. Ach, ich habe doch eine Lampe, ich Idiot. Ich laufe hier die ganze Zeit durch die Dunkelheit, ohne meine Lampe anzumachen. Ich laufe einfach. Wow, der war stark. Was auch immer das war, das Vieh war richtig stark. Das hat 60 Schaden gemacht und das mit jedem Zirkel. Oh. Ah, die sind's. So, sehr geil. Toll, jetzt haben wir eine Formel für ein Eisenschwert plus 55 gefunden. Was das soll, weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Da ging es gerade tief runter. Toll, plus 55. Hier ist übrigens eine Luftfeuchtigkeit von 1%, 39 Grad im Schatten und das, obwohl wir 22.30 Uhr haben. Krasse Kiste. Aber das ist halt Wüste, ne? Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also, was es damit auf sich hat, wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. So. Oh, ein Wizard. Erstmal in die Fresse geben. Und aufladen. Patsch. Und weiter geht's. Da hinten ist ein Lagerfeuer, das will ich mal... Uah. Ja, da war ein Berg. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht auf einmal ein Riesenvieh neben mir. Mein Gott, das sah gerade aus wie so Arme oder so.
Mann! Was soll denn das? Verdammt! Verdammt nicht! Blödes Kackteil da. Na gut, weiter geht's. Gleich haben wir auch wieder ein Level up. Wir sind schon bei 239 von 280 Erfahrungspunkten. Können da mal sehen. Die Wüste, ey. Da kann man trainieren. Und dann sind wir schon Level 8. Gibt's hier eigentlich auch eine Schnellreisefunktion? Nee, die soll noch kommen, ne? Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wenn wir hinten zu diesen Ruinen und so wollen, ne? Das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Wenn ich mal nicht aufnehme und mal gerade Langeweile habe, laufe ich den ganzen Weg wieder zurück. Nur um mit euch da reinzugehen und wahrscheinlich zu scheitern und wieder hier hinzulaufen. Vielleicht mache ich das, wenn ich mit David zocke, gehe ich da nochmal hin. Zu zweit könnten wir da bessere Chancen haben. Hoffe ich zumindest. Wobei ich das auch gerne mal alleine schaffen würde. Jetzt mit der neuen Fähigkeit, gut, die hält nur 10 Sekunden, aber so schlecht ist das ja nicht, ne? 10 Sekunden schneller schlagen. Aber ich glaube, ich werde den Wirbel noch ein bisschen verbessern. Was ist das gewesen? Da hinten ist wieder ein Kampf. Böse gegen Böse oder gut gegen Böse? Gut gegen Böse. Gegen den Moskito. Oh, das sind die Viecher. Ha! 19 Erfahrungspunkte. Coole Sache. Gut, dass wir mitgeholfen haben. Jetzt noch 22. Und wir haben Level up. Okay. Jetzt können wir weiter nach Nordosten gehen. Hopsa. Hier kommt jetzt gleich ein Berg. Den müssen wir rauf. Und dann sind wir wieder in der Wüste. Verlassen wir gerade den Oasenzweig. Ich glaube, wenn ich in der Wüste so einen Fluss finden würde, ich würde den nie wieder verlassen. Ich sage es euch. Ist das da hinten die Stadt? Wir haben die Stadt gefunden. Ist ja unglaublich. Mal gucken, ob das jetzt andere Häuser sind. So Wüstenhäuser oder so. Oder ob das jetzt einfach nur eine normale Stadt ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Geil, ey. Haben wir die Stadt gefunden. Ich würde gerne noch ein Level vorher erreichen. Ach, egal. Wir warten bis morgen, also bis zum nächsten Tag. Oh, die Stadt sieht so cool aus der Ferne. Und ich glaube, das sind sogar andere Gebäude. Ja, das sind Sandsteingebäude, glaube ich. Oh, sieht das geil aus. Sanyon City, liebe Freunde. Wir haben es erreicht. Sanyon City. Crafting District ist also auch wieder eine große Stadt. Und da hinten ist auch schon hier der Eisenschmied und. Ich wollte eigentlich nur noch eben zum Inn und Tag machen, dass wir beim nächsten Mal dann in der Helligkeit anfangen. Dass wir das im Prinzip als Speicherpunkt so nehmen. Huh. Adventurer District. Hier muss doch irgendwo... Hm. Kein Inn? Hier ist nirgendwo ein Inn? Ist da hinten irgendwo ein Inn? Was ist das? Da ist ein Inn. Ha! Wir haben schon einen gefunden. So. Ah, ich sehe nichts. Blöde Wandkamera hier. Ha! So. Okay. Ja, liebe Freunde, was hier in Sanyon City so abgeht, wie das Ganze hier bei Tag aussieht, das kann man jetzt zum Beispiel schon als ersten Eindruck hier nehmen, aber wie es dann weiter aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Es sieht geil aus, Leute. Es sieht so geil aus. Eine Sandstadt. Cool. Freue ich mich. Also, ich sag mal, bis morgen, ne? Tschüss, macht's gut.